Willkommen zu diesem neuen Video. Wir widmen uns heute der wahrscheinlich spannendsten Thematik, die die meisten Leute die letzten Tage wirklich intensiv beschäftigt hat. Wie ihr wisst, es steigt einfach keiner mehr durch. War die letzten Tage war es so schwierig und als ich vor 4 Monaten den Weihnachtsmarkt angekündigt habe und mich wirklich intensiv auch wieder mit der Planung beschäftigt habe, um zu gucken, dass die Veranstaltung natürlich läuft und auch die Haussteller und sowas kommen, hätte ich nicht gedacht, dass auf den letzten Metern die Situation in Deutschland nochmal so ausartet. Ich denke, das ist schwierig für jeden und ich weiß auch oder verstehe auch, ich kriege jeden Tag ungefähr so 50 Nachrichten, wie denn der aktuelle Stand für den Weihnachtsmarkt aussieht. Und es war einfach tatsächlich die ganze Zeit so, dass bis Stand gestern wir wirklich nichts Genaueres sagen konnten, weil wir einfach selber nicht wussten, wie sich die Situation verändert. Also absolut schwierig. Ich habe die ganze Zeit die Leute beruhigt und das kann ich auch jetzt immer noch sagen, für alle, die sich unsicher sind. Der Weihnachtsmarkt wird diesen Samstag stattfinden. Der Weihnachtsmarkt muss stattfinden. Ich bin in der Planungsphase, wo ich ihn jetzt nicht mehr absagen kann, selbst wenn ich wollte. Es sind nagelneue Hütten geliefert worden. Wir haben neue Aussteller. Und natürlich, es ist auch so, und das habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, wir werden am Weihnachtsmarkt fünf neue Produkte unter der Marke Reflected rausbringen. Ihr habt das Coming Soon Video am Anfang des Videos gesehen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Diese werden vor Ort dann live am Weihnachtsmarkt gelauncht. Und hier muss ich sagen, ich hätte den ganzen Aufwand auch mit 5 neuen Produkten wahrscheinlich dann eben nicht in diesem Ausmaß betrieben, sondern wahrscheinlich erst 2 Produkte rausgebracht, dann nochmal 2 und im nächsten Jahr dann wieder dann neue Produkte und das alles gestaffelter und nicht alles auf einmal. Also ihr könnt euch vorstellen, da steckt natürlich auch ein bisschen Geld dann eben auch dahinter, wo ich halt sage, wenn ich den jetzt absagen müsste, das tut richtig, richtig weh. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Weihnachtsmarkt wird stattfinden und wir haben jetzt Stand gestern die aktuellen Auflagen vom Gesundheitsamt aus Main-Kinzig-Kreis bekommen, also aus dem Gebiet, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet. Sprich, endlich 3 Tage vorher kann ich euch die finalen Richtlinien sagen. Ich kann euch sagen, wie es jetzt aussieht, worauf gilt es zu achten und ich denke, wir können gemeinsam damit alle Fragen klären. Vorneweg will ich sagen, was für mich auch beim Weihnachtsmarkt, so hoffe ich oder zum Glück ist das auch so, nicht in Frage gekommen wäre, wäre 2G. Ich selber bin geimpft, ich weiß, viele sehen das ein bisschen anders da. Die aktuelle Situation ist an keinem vorbeigegangen. Was ich allerdings nicht wollte, war diese Gruppentrennung, dass wir wirklich eine gesamte Gesellschaft sozusagen ausschließen müssen für den Weihnachtsmarkt. Denn es gibt viele, die können sich nicht impfen lassen, auch wenn sie es wollen. Ich finde die aktuelle Situation schwierig, möchte aber auch in diesem Video bitte keine Diskussion über irgendwelche Corona-Geschichten, Corona-Regeln. Und eine Bitte, die ich natürlich auch noch habe, und ich glaube, das versteht ihr auch am Weihnachtsmarkt, unterhaltet euch über alles, aber bitte nicht über Corona, denn ich glaube, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, so eine Veranstaltung dieses Jahr noch zu machen, können wir froh sein, dass wir sie überhaupt machen können. Und wir haben uns alle so lange nicht gesehen. Lasst uns über was anderes unterhalten als über die aktuelle Situation und diesen Abend am Ende einfach genießen. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt erstmal zu den Corona-Regeln für den Weihnachtsmarkt. Also die Corona-Regelungen sind tatsächlich ein bisschen, wie gesagt, spezieller und sind aktuell. Also das werden auch die finalen geltenden Regelungen sein jetzt eben für den Weihnachtsmarkt. Ich habe jetzt hier mein Handy rausgeholt. Es ist ein bisschen schwieriger, sieht das auswendig zu merken. Tatsächlich muss ich sagen, es ist aber
nicht so schlimm, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Ich habe schon mit allem gerechnet, aber es ist tatsächlich noch sehr angenehm. Ich lese jetzt einfach mal vor, nimmt es mir nicht übel, wie gesagt, wenn ich jetzt hier kurz zum Handy ablese. Zur Marktfestsetzung vom 4.11. erteilen wir aufgrund der aktuellen Situation und der von ursprünglich 200 bis 1000 erwarteten Besuchern nachfolgend angeführte Gesundheit, nachgeführt vom Gesundheitsamt für den Weihnachtsmarkt vorgesehene Auflagen. So. Vorhandenes Abstands- und Hygienekonzept wird geschrieben. Also da sind wir schon Vollgas dran. Also das läuft auf jeden Fall. Hinweisschilder müssen aufgestellt werden. Das ist auch kein Thema, wird es geben. Zutrittsverbot für Leute, die Symptome haben. Also da ist, denke ich, auch selbsterklärend. Dann Maskenpflicht in Gedrängesituationen, werden die Abstände nicht eingehalten werden können. Hier bitte ich euch darum. Aber das, denke ich, ist bei der aktuellen Situation klar. Nehmt bitte Masken mit. In Hessen müsst ihr keine FFP2-Maske benutzen, aber bitte denkt daran, nehmt eine Maske mit. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Wenn ihr merkt, es ist eine Drängensituation, zieht sie auf. Ihr seid also im Vorfeld schon mal von mir informiert worden. Man kann ja nicht alles kontrollieren. Genügend Platz für den Laufweg zwischen den Verkaufsständen, das ist auch gegeben. Also der Weg, ihr kennt ihn aus dem Video, der ist sehr, sehr breit aufgestellt. Empfehlung eines Einbahnstraßensystems ist auch selbsterklärend. Ihr kennt die Lage vom Weihnachtsmarkt. Dann regelmäßige Reinigung aller Kontaktflächen, Handläufe und Toiletten etc. pp. Wird sich auch drum gekümmert, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Desinfektionsmittelspender mit VAH gelisteten Desinfektionsmittel müssen in ausreichender Form bereitgestellt werden. Da arbeiten wir auch gerade dran. Also das ist auch nicht das Problem. Vielleicht interessant für euch, jetzt kommt auch nochmal so ein Punkt, an die Verkaufsstände. Prinzip, so weit wie möglich mit den Augen und nicht mit den Händen schauen. Ist bei den meisten Ständen sowieso nicht möglich. Und bei uns am Verkaufsstand gucken wir da mal. Also wenn ihr bei uns mal guckt, wir haben ja quasi das gesamte Sortiment am Start, kriegen wir das auch noch hin. Kunden sollten vor dem Anfassen der Ware, welche nur begutachtet wird, die Hände desinfizieren und einmal oder einmal Handschuhe tragen. Aber Handdesinfektionsspender sind da. Müsst ihr euch also auch keine Sorgen machen. Kriegen wir auch hin. Das Verkaufspersonal an den Ständen hat die 3G-Regelungen zu erfüllen und ist vom Veranstalter zu kontrollieren und sicherzustellen. Ist auch gegeben. Müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Genau. Ansonsten ist es so, dass in die Hütten keine Besucher, also in die Weihnachtshütten sollten wir möglich keine Besucher rein. Denn es ist vorgegeben, dass die 3G-Regelung zulässiges Personal gegeben wird und nur auf, also eine Person auf 3 Quadratmetern in einer Weihnachtshütte stehen darf. Es ist so, dass die Quadratmeterzahl ausreichend ist für das Personal, was drin ist, also für die Hersteller und Aussteller. Allerdings, wenn jetzt natürlich 10 Besucher reinkommen in die Hütten, um zu polieren oder was auch immer, geht dies leider nicht. Aber nichtsdestotrotz wird es einfach eine geile Veranstaltung. Es ist tatsächlich so, dass für den Weihnachtsmarkt in Altenkronow keine 3G-Regelung und keine 2G-Regelung vorhanden ist. Ich muss sagen, ich bin ganz froh. 2G-Regelung, wie gesagt, ich wollte niemanden ausschließen. Es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen, krankheitsbedingt oder wegen Vorgeschichten. Mein Kumpel Ritzi ist ja auch so ein Fall, hat sich jetzt impfen lassen und kann so gar nicht zum Weihnachtsmarkt kommen, weil er, ja, lange Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt Leute, die können bei einer 2G-Regelung nicht kommen, auch wenn sie sich impfen lassen wollen und das gerne tun möchten. Und ich will niemanden ausschließen. Deswegen bin ich froh, dass diese Regelungen aktuell so locker sind. Ich bitte euch aber an dieser Stelle trotzdem, nehmt einen Schnelltest mit, lasst euch einfach vorher testen, seid so eigenverantwortlich und macht das. Diese Schnelltests kosten nicht mehr viel und zeigt das einfach vor. Da bitte ich euch trotzdem drum. Ich denke, das ist einfach vom Aufwand her wirklich echt überschaubar. Und dafür haben wir ja auch irgendwo einen geilen Abend, eine geile Veranstaltung, worauf ich mich wirklich schon freue, dass das trotz allem so reibungslos läuft und dass ich tatsächlich auch in diesen schwierigen Zeiten die Auflagen noch relativ entspannt halten. Auch eine positive Neuigkeit, wir haben auf den letzten Metern noch einen Aussteller mit dazu bekommen. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Aussteller. Und zwar
Mein Onkel ist auch mit da, der hat auch tatsächlich einen eigenen Stand am Weihnachtsmarkt. Es geht um das Thema Versicherungen für Voll- und Nebengewerbstätige. Das heißt, ihr macht das Nebengewerbe, ihr macht das ein Vollgewerbe, ihr möchtet euch vernünftig absichern. Er wird euch an diesem Tag beraten, ihr müsst keine Versicherung beim Abschließen. Er ist wirklich da, um euch zu beraten, um zu gucken, ob ihr richtig abgedeckt seid, wenn ein Schaden auftreten sollte. Er wird den ganzen Tag für euch da sein, euch mit Rat und Tat zur Seite stehen und euch wirklich einfach mal dazu informieren, worauf gilt es zu achten. Schaut ihr also einfach mal rein. Er ist von der AXA-Versicherung, da werden also Banner und alles rumstehen. Nehmt euch einfach mal diese 2 bis 3 Minuten Zeit, geht mal dahin, lasst euch beraten. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wisst, okay, falls mal irgendwas passieren sollte, bin ich wenigstens richtig abgedeckt. Ja, also auf jeden Fall, denke ich, eine coole Nummer. Und eine Neuigkeit gibt es auch noch, die hole ich gerade mal. Das hier ist die finale Variante vom Beerwash. Ich hoffe, man sieht es. Ich halte es nochmal so in die Kamera, ich drehe das mal so kurz. Ich denke, das sieht schon wirklich gut aus. Ist tatsächlich die limitierte Edition vom neuen Autoshampoo, das Beerwash. Wie der Name schon sagt, ist ein Autoshampoo auf Basis von Bier. Es ist einfach was anderes. Es ist, finde ich, eine echt coole Geschichte. Es gleitet super geil. Es schäumt brutal gut. Und wenn ihr es mal benutzt, es fühlt sich auf der Haut wirklich gut an. Es sind spezielle Inhaltsstoffe drin, die dieses Austrocknen der Haut entgegenwirken. Probiert es aus, es ist mal was anderes. Es ist ein pH-neutrales Autoshampoo auf Basis von Bier. Wenn ihr mit eurem Shampoo glücklich seid, könnt ihr das natürlich weiter benutzen. Ich habe nur gesagt, es ist mal was anderes und mal einen coolen anderen Weg zu gehen wie andere. Ist, wie gesagt, auf 100 Stück limitiert. Gibt es hier unten eine Handsignatur und eine Nummerierung, 1 bis 100. Die 100 schnellsten können das exklusiv am Weihnachtsmarkt vor Ort kaufen. Es gibt es nur am Weihnachtsmarkt, es gibt es nur vor Ort, nicht im Onlineshop. Im Onlineshop könnt ihr die normale Variante dann offiziell erwerben, aber am Weihnachtsmarkt gibt es 100 limitierte Flaschen. Wie gesagt, handsigniert und nummeriert. Das ist echt eine einmalige Geschichte, denn das sind die ersten abgefüllten 100 Flaschen. Also die 100 ersten abgefüllten Liter sozusagen sind nummeriert und limitiert. Gibt es nur 100 Stück, müsst ihr also vor Ort kaufen. Also, seid schnell, es lohnt sich. Und wie gesagt, am Weihnachtsmarkt gegen 14 Uhr gehen alle anderen Produkte auch offiziell online, wo ihr das Video ganz am Anfang von dem Video hier gesehen habt. Seid also gespannt, wird richtig geil. Schaut also auf jeden Fall mal dann am Samstag, zumindest wenn ihr nicht kommt, in den Online-Shop rein. Euch allen also noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.